Wir stehen hier im Städel in den wunderschönen neuen Gartenhallen, die 2012 eröffnet worden sind. Und wir stehen deswegen hier, weil ein ganz besonderes Konvolut an Arbeiten aus der DZ-Bark-Sammlung, insgesamt 220 Arbeiten von über 70 Künstlerinnen und Künstlern 2008, hier in den Besitz des Städels übergegangen sind. Wir haben eben die Möglichkeit, mit diesem fantastischen Zugang, Neuzugang in der Sammlung, auch die Fotografie angemessen zu würdigen, die ja ab den 60er, 70er Jahren eine ganz maßgebliche Rolle auch in der zeitgenössischen Kunst und Kunstproduktion spielt. Und das Städel-Museum ist ein Museum, das sich eigentlich immer weiterentwickeln möchte und auch weiterentwickeln soll. Das hat Herr Städel schon 1815 so verfügt, ein Museum, das immer weiter wachsen möchte. Und das konnten wir eben mit diesem wunderbaren Zugang aus der Sammlung der DZ-Bank machen. Und deswegen stehen wir hier in der Gartenhalle, wo wir Malerei, Skulptur und Fotografie eben gleichberechtigt miteinander präsentieren. Also das Besondere an der DZ-Bank-Kunstsammlung ist, dass die DZ-Bank sehr früh erkannt hat, welche Rolle die Fotografie als künstlerisches Medium auch in der Kunst der Gegenwart spielt und vielleicht auch spielen wird. Man hat sehr früh auf die Fotografie gesetzt, sehr früh gesammelt, und dadurch konnte man eben noch wirkliche Spitzenwerke der internationalen Fotokunst zusammenbringen. Das ist was ganz Einzigartiges in Deutschland, und das Schöne ist, dass natürlich auch viele Museen, auch das Städel-Museum, wenn es um Leihgaben geht, um Sonderausstellungen geht, immer wieder auch auf diese Sammlung zurückgreifen können. Das ist eigentlich ein Schatz, an dem die ganze Öffentlichkeit dadurch auch teilhaben kann, und das ist wirklich was Besonderes. Also ganz besonders mag ich eine ganz frühe Arbeit von Andreas Gurski aus der DZ-Bank-Sammlung, die wir hier im Städel zeigen dürfen. Es ist so ein ganz paradigmatisches Beispiel eigentlich dafür, was Gurski auch so berühmt gemacht hat auf der ganzen Welt. Es ist eben eines der ganz frühen Werke, wo auch mit Computersimulation gearbeitet wird. Auf den ersten Blick sieht man eben dieses große System der Rolltreppen, die aussehen wie so riesige Röhren letzten Endes. Aber das Bild ist, was man erst später sieht auf dem Foto, ist es am Computer zusammengesetzt worden. Das heißt, was Künstler jahrhundertelang eben auf dem Skizzenblock gemacht haben, hin und her zu schieben, zu überlegen, zu komponieren, das macht diese Generation eben mit dem Computer, und gleichzeitig werden diese Fotos im CinemaScope-Format richtig hochgezogen. Das heißt, eigentlich wird die Fotografie hier eigentlich auf eine Ebene auch mit der Malerei gehoben, und das macht dieses Werk so besonders.